Oh, hey, der Bargisch, du fährst doch noch. Wo war das nochmal? Nein, mach's anders, Alter. Sag ihm, hey Bargisch, du willst doch Ding machen. Wie sieht's auch mit Urlaub aus dieses Jahr? Wolltest du Türkei fahren? Wieso Urlaub? Okay. Ja, da sagt er so, nein, ich fahr doch nie mit dem Weißen Essen. Das ist zu lang, Mann. Ja, okay. Nein, das geht ganz schnell, Mann. Das geht ganz schnell, Mann. Alter, du bist was über uns erzählen, Mann. Alter Bargisch, was geht diesen Sommer ab? Wolltest du doch noch Türkei? Oh. Was geht dich Sommer ab? Dann redest du weiter. Die Frage ist doch schon gestellt. Nein, die Frage ist, wolltest du Urlaub machen? Was geht diesen Sommer ab? Okay. Heute wage ich. Was geht diesen Sommer ab? Ah, jetzt hörst du doch auf. Ja, ich hab mich angepasst an dich. Ich hab mich dir angepasst. Du wolltest doch Urlaub in der Türkei machen. Redest du nach? Was geht ab? Jetzt nicht mehr, okay. Sag. Soll ich? Ja. Halt stopp. Ja. Ja, okay. Oh, der Bargisch, was geht diesen Sommer? Fährst du nach Türkei? Ja, man, eigentlich wollte ich in die Türkei, aber das ist ja zu viel Hochzeit und so. Ich bin überhaupt nicht der Hochzeittyp, deswegen nicht in die Türkei. Nach Rimini. Okay. Nicht in die Türkei, dann was musst du sagen? Ich dachte, er sagt was. Ich soll was sagen. Oh mein Gott. Ja, genau. Ja, okay, ich dachte, ja, passt schon. Ja, okay. Wenn du dann gesagt hast, nein, nicht Türkei, dann sag ich so, ey, war das doch mal. Ja, genau, stimmt, dein Part. Ja. Entschuldigung. Ihr macht es zu kompliziert, Mann. Nein, das ist geil, Leute. Bisschen Qualität. Ja, okay. Ist echt geil. Mathe. Ja. Du fühlst dein und du musst unsere Gesichter führen. Oh mein Gott. Sind wir drauf, sicher? Ja. Ich hab hier Kommentare nicht mehr. Aber echt? Kommt da noch was? Nein. Ja. Oh, Jungs, was sind das für Kommentare, Mann? Ja, warum wie ist denn das, wenn eigentlich Fans Fragen an uns haben? Wie läuft das ab? Was denn, Mann? Alle spontan, Mann. Du bist so geil, Mann. So, Mann. Du bist so geil, Mann. Ihr wollt doch so geil machen. Wir wollen das mal ausreden. Ja, Mann. Ich dachte, ihr wärt schon fertig, Mann. Er sagt zwei Wörter, Mann. Hey, was sind das für Kommentare? Nochmal mal eben. Das sind gar nicht auf mich eingegangen. Ja, aber du? Was war das für eine Pause dann? War keine Pause. Du musst aber vorhin reingehen, das Thema. Okay, warten wir bis zum Ausreden. Komm. Nico, was ist los mit dir, Mann? Er ist nicht bei der Sache. Konfusstrahl. Ja, er ist zu motiviert. Yu-Gi-Oh! Zero Business. Meine Jungs, was sind das für Kommentare, Mann? Da schreibt irgendjemand, wer ist eigentlich dieser Chong? Echt jetzt? Ja, Mann. Wie kann sowas passieren? Weiß auch nicht, Mann. Vielleicht kennen wir uns gar nicht. Aber es wird wieder mal Zeit für ein Q&A. Was? Okay. Skandal um Chong. Oh mein Gott, zu Gott sei Dank. Was? Frage und Antwort. Er sagt seine Frage und Antwort. Was hat sie gesagt? Nein, das ist schon Q&A. Cool. Question and Answer. So heißt ja. Es? Ja. Bei YouTube bekommt es immer. Bei seriösen YouTube-Channel. Egal, lass Nico machen. Lass Nico machen. Ja, er übernimmt halt. Wir gehen seine Richtung rein, die hat das Video haben will. Nein, das war schon ein guter Anfang, Mann. Egal. Doch, das passt schon. Sag ich nicht. Ich bring das irgendwo anders dann ein. Das war schon cool, aber dann kann ich halt sagen, ich das ja, die Leute kennen Videos, echt gute Sachen. Ja, okay. Schaut's vorbei. Das ist der Fall. Ja, klar. Ich glaube, ich bin Banger vom Anfang. Komm, du hast ja vorher so rumgetönt mit 2000. Digga, du musst erstmal sagen, wieso bist du die ganze Zeit am Handy? Jetzt nochmal mit dem Handy. Weil du dann gesagt hast, machst du mal neu. Ja, hast du komplett neu. Er hat gesagt. Ja, komplett neu. Ich Ja, Digga, er hat den Blue Eyes gespielt. Ich hab verloren. Das darfst du doch nicht sagen, Mann. Shit! Jetzt wollte ich sagen, schauen wir uns jetzt das Duell an. Ja, zu. Warte, schneid das da rein, der erste Part war 1. Ey Nico, jetzt neues Set rausgekommen und alles, du bist ja Pip, also du hast auch in der Panel gespielt, hast Pippe irgendwie Support bekommen irgendwas? Ja klar, da sind neue Karten rausgekommen, die sind ganz gut. Können die was? Ja, klar können die. Nein, voll falsch, Mann. Die sind scheiße, die können nix. Reden über die. Oh mein Gott. Du musst das sagen, diese Nein! Du sagst, die sind scheiße. Du sagst, die sind scheiße, sag ich so, ja, dann kann doch Pippe gar nicht. Sagst du doch, Mann. Empowered ist rausgekommen. Ja, so. Was? Empowered heißt Empowered. Also ich sag, es ist scheiße. Du sagst, können die was? Sagst du, nein, die neuen Personen können nichts. Sag ich so, da hat Pippe gar keinen Support bekommen. Sagst du, doch, Mann, empowered. Ach so, okay, Mann. Ja.
Also. Hey Nico, jetzt ein neues Set rausgekommen, Mann. Du hast noch Penny gespielt. Kann Pepe jetzt was? Da sind noch neue Karten rausgekommen. Nee, die können nichts. Penny gar nichts, oder was? Doch, Empowered ist rausgekommen. Was der Mann? Okay, lass den Schlag jetzt mal weg, Leute. Ich muss dann, ich frage, ob die Karten was können. Sagst du nein, die können nichts? Sag ich so, ja, dann hat Pepe gar keinen Support. Ja. Sagst du doch? So. Sagst du was denn? Na ja, Empowered heißt die. Oh mein Gott, ist der schlecht. Go. Hey Nico, neues Set rausgekommen. Du hast ein Panel gespielt. Da waren auch besondere Karten auch drin, oder? Können die was? Ja, können die was. Du sagst nein. Ich schicke dich. Oh mein Gott, nein. Es macht doch keinen Sinn, wenn ich sage nein. Ja, schau mal. Es ist eine Performance von Karten rausgekommen. Schau, ich und Tati machen das jetzt, okay? Ja, macht ihr mal jetzt. Ja, Mann. Ey, ein neues Set ist rausgekommen, Mann. Du als Pippi-Spieler kennst doch ein bisschen aus, es sind noch neue Karten für Pippi rausgekommen. Können die was? Ja, Mann, aber die können alle nix, Mann. Echt schlecht. Echt jetzt? Also ja, hat Pippi gar keinen Support bekommen, oder was? Doch, Mann, die neuen Empowered-Karten. Hast du verstanden? Nee, Mann. Ich hab gedacht, das wäre das gleiche. Nein, die Empowered sind anders. Was ist das Neue, was rausgekommen ist? Ja, das ja, zeigt er jetzt. Empowered, zeigt er dann. Sagen wir, schauen wir uns mal nach. Aber was ist der Unterschied zwischen Empowered und zwischen den Neuen? Dann sagst du, oi, der Minusmutter, sag mal her. Und dann schau ich auf Profile an. Jungs, nicht vergessen, alles easy locker. Zombie-Zocke. Auf die Zombie-Zocke. Auf die Zombie-Zocke. Oh mein Gott. Okay, Mann. Servus, Jungs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.